In den Seniorenheimen des ASB erfahren die Bewohner besondere Fürsorge und Zuwendung. Das Pflegepersonal geht gerne auf die Wünsche und Bedürfnisse der Senioren ein. Vor allem Demenzkranke brauchen eine besonders intensive Betreuung. Sogenannte Alltagsbegleiter sorgen sich seit kurzem um die Bewohner und reichen dem festen Personal eine helfende Hand. Im Seniorenheim Abendsonne sind seit Anfang des Jahres 5 zusätzliche Mitarbeiter beschäftigt. Ich glaube, es können nie genug Hände da sein, weil gerade Menschen mit Demenz eine besondere Zuneigung brauchen. Es ist anders, als wie mit Menschen umzugehen, die erkrankt sind. Die kognitiven Fähigkeiten sind so weit eingeschränkt, dass vieles über die Gefühle gehen muss, ne? Über die Zuwendung. Und umso mehr Hände man hat, umso besser ist das einfach. Eine dieser Alltagsbegleiter ist Elena Holderbein. Sie beschäftigt sich gerne mit den Bewohnern. An diesem Tag bastelt sie mit ihrer Gruppe verschiedene Formen aus bunten Kügelchen. Demenzkranke Leute brauchen unbedingt eine Aufgabe, um ihre Sinneseindrücke zu aktivieren. Beim Basteln nehmen Bewohner ihre Umwelt mit allen Sinnen bewusst wahr. Deshalb Basteln ist sehr wichtig für unsere Bewohner. Wir finden, das ist ein wichtiger Akzept. Und wie gucke ich, alle basteln sehr gern mit Fantasie und Geduld. Das ist gut. Das ist unsere Aufgabe. Ihre Aufgaben nehmen die Alltagsbegleiter sehr ernst. Mit viel Einfühlungsvermögen kümmern sie sich um die Bewohner. Für jeden Einzelnen nehmen sie sich die Zeit, die er braucht. So können sie ganz gezielt auf die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse eingehen. Möglich wurde dieses zusätzliche Betreuungsangebot durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz, das die Bundesregierung im letzten Jahr verabschiedet hat. Ja, wir haben ja im vorigen Jahr mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz die Möglichkeit erhalten, dass Menschen, die an Demenz erkrankt sind, psychische Krankheiten haben oder auch geistige Behinderungen, die einfach einen erhöhten Aufwand an Begleitung und Betreuung brauchen, dass wir für die ein zusätzliches Angebot für diese Begleitung auch machen können. Und dieses Angebot können alle nutzen, die die nötigen Voraussetzungen erfüllen. Welche das sind, erfahren Sie bei Ihrer Pflegekasse. Die Heimbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, die zusätzliche Betreuung den Bewohnern anzubieten. Und so wurden Heimbewohner und Angehörige rechtzeitig darüber informiert. Dahinter steht einfach der schon lange bestehende dringende Wunsch, Menschen, die so eine Einschränkung im Leben haben, die einfach auch oft die Fähigkeiten nicht mehr haben, sich ausreichend zu orientieren oder zurechtzufinden oder auch Dinge des ganz normalen Lebens selber zu organisieren, dass die einfach mehr Zeit für die Begleitung erfahren, dass man behutsamer sie durch den Tag begleiten kann, auf ihre Besonderheiten, auf ihre Gewohnheiten, ihre Bedürfnisse eingehen kann. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt in die Richtung, die wir uns schon lange gewünscht haben. Eigentlich könnte man rechts und links einen Bewohner haben und dann hat man ihn, weiß man, wie er sich fühlt, wie es ihm geht. Man kann individuelle Gespräche führen. Aber im Hinterkopf haben wir 40 Bewohner und als Einzelperson kann man nicht 40 Bewohner auf einmal betreuen. Also ist ein Alltagsbegleiter wie Elena, Margitta oder wie sie im ganzen Haus noch heißen, dafür da, um individuell auch mal einzugehen. Wenn zum Beispiel heute geht's Frau Uschner schlecht, kann ich sagen, Elena, würdest du dich mal um Frau Uschner kümmern, weil ja noch die anderen Bewohner sind. Sie gehen mit den Bewohnern durch den Alltag. Am frühen Morgen, sie fangen an mit einem gemeinsamen Frühstück, machen Vormittag, je nach welche Wünsche, welche Bedürfnisse von den Bewohnern kommen, dementsprechende Angebote und gestalten somit den Tag. Herzen der Bauer, die Die bisherige Betreuung und die Angebote bleiben dem Bewohner auch weiterhin erhalten. So müssen sie auch nicht auf das gemeinschaftliche Singen verzichten. Aber die Alltagsbegleiter sorgen dafür, dass sie mehr von diesen regelmäßigen Freizeitangeboten haben. Gudrun Lehmann hat als Lehrerin immer mit Kindern zu tun gehabt. Der Umgang mit Demenzkranken weist viele Parallelen auf.
Also ich kümmere mich in meiner Arbeit als Alltagsbegleiter besonders um Frau Hamann. Frau Hamann ist eine ganz liebe Bewohnerin und man erreicht bei ihr viel über die Musik. Dadurch, dass sie jetzt nicht mehr so gut sprechen kann, ne, macht man eben auf der musischen Seite viel mit ihr und dadurch erreicht man zum Beispiel noch von Erinnerungen von früher. Kinderlieder singt sie auch, versucht sie auch noch mitzusingen. Ne? Sie summt sie mehr mit, aber das reicht ja schon, ne, dass eben noch Erinnerungen kommen von früher. Der Einsatz von Musik verhilft manchmal auch zu unerwarteten Tanzeinlagen. Dass die Senioren dazu bereit und auch in der Lage sind, zeigt sich oft nach einer gewissen Eingewöhnungsphase. Die Bewohner brauchen eine Weile, bis sie die neuen Gesichter kennengelernt haben. Schwierigkeiten sind da von Anfang an vorprogrammiert. Am Anfang war es schwierig, muss ich ganz offen sagen. Am Anfang war es schwierig. Wir mussten alle uns erst kennenlernen. Die Bewohner haben geschaut, wieder fremde Gesichter im Haus. Die Bewohner haben das natürlich auch nicht gerne, besonders ich sage, die an Demenz erkranken. Die wollen ja auch immer die gleichen Gesichter. Ne? Irgendwie baut man ja auch Beziehungen auf. Aber jetzt muss ich sagen, die sind ja nun schon fast 3 Monate ins Land gegangen, wächst das alles zusammen. Die Bewohner fragen danach. Ich habe neulich erst gehört, dass eine Bewohnerin auch, die an Demenz erkrankt ist, gefragt hat, na, wo ist denn die Kollegin, ne? Wo ist denn die Elena? Ne? Sie ist ja heute gar nicht da. Ne? Das war schon schön und ich glaube, das wird auch langsam eine Bestätigung für die neuen Mitarbeiter. Am Anfang hatten sie auch Ängste. Ne? Mittlerweile haben sie sich gut in den Heimalltag eingefunden und sind von hier auch nicht mehr wegzudenken. Geholfen hat da natürlich auch die Erfahrung, die sie für diese Tätigkeit mitbringen mussten. Das sind Menschen, die sich entweder schon beruflicherseits mit diesem Problem beschäftigt haben, die vielleicht auch in der ehrenamtlichen Arbeit Erfahrungen gesammelt haben, die verschiedene Erfahrung also mitbringen und die natürlich auch menschlich geeignet sein müssen, weil sie müssen sich mit diesem schwierigen Feld auch identifizieren können. Es ist keine einfache Arbeit und deswegen, glaube ich, kommt es immer auf den ganzen Menschen an. Wir haben da geschaut, eine Mitarbeiterin war zum Beispiel bei uns vorher in der Pflege angestellt. Sie hat dann ein Baby bekommen, war eine Zeit lang weg, ist jetzt wieder zu uns gestoßen, hat einfach auch, ich sag mal, das Flair für Menschen mit Demenz. Die anderen Kollegen, die wir eingestellt haben, sind in erster Linie aus dem pädagogischen Bereich. Ich glaube, die haben auch eine gute Voraussetzung für diesen Beruf. Aber ich glaube auch nicht, dass jeder dafür geeignet ist. Weil, wie sage ich immer, man muss das Tüpfelchen, das I, das muss da sein. Es ist ja auch sehr schwierig, mit Menschen mit Demenz umzugehen. Ne? Und das kann nicht jeder. Und da muss man einfach schauen und einfach auch, wir haben sie wirklich schnuppern lassen, eine Weile schauen lassen, ob sie auch ins Team passen, ist ja auch wichtig, ob die Bewohner sie annehmen. Schon am Lächeln der Bewohner, wie Frau Hämmerling, manchmal redet sie den ganzen Tag nicht oder jetzt kommt Elena, ach das, oder Frau Neumann, die kann nichts sehen. Wer ist das? Ach, das ist Elena und so. Also sie erkennen auch, dass noch zusätzlich jemand da ist. Man merkt ja auch, na, wenn man ein Lächeln bekommt, dass man ankommt mit dem, was man macht. Und das ist eigentlich eine schöne Aufgabe. Aber auch schwer. Neben all dem Nutzen verursacht die zusätzliche Betreuung aber auch Kosten. Doch die werden nicht vom Heimbewohner oder seiner Familie getragen, sondern kommen zu 100% aus den Pflegekassen. Ja, da sind wir natürlich auch den Politikern und den Pflegekassen sehr dankbar, dass sie erstmal einen sehr schnellen und wichtigen Entschluss gefasst haben, nämlich dass diese zusätzliche Betreuung ausschließlich über die Pflegekassen finanziert wird, sodass wir also in der Lage waren, ohne die Bewohner extra zu belasten, weil Kosten entstehen natürlich, sondern dass diese zusätzlichen Mitarbeiter inklusive auch ihre Fortbildungsmaßnahmen durch die Pflegekassen vollfinanziert werden. Das zusätzliche Betreuungsangebot für Demenzkranke ist eine sinnvolle Ergänzung zum normalen Pflegeangebot.
Sollten Sie noch Fragen zum Thema haben, setzen Sie sich mit Ihrer Pflegekasse in Verbindung oder fragen Sie beim ASB nach.